Zwei Jahre nach dem Unabhängigkeitsreferendum zur Abspaltung Kataloniens von Spanien sind tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Allein in Barcelona sollen es laut Polizeiangaben rund 18.000 Demonstranten gewesen sein. Viele der Protestierenden trugen die katalonische Unabhängigkeitsflagge und skandierten »Nicht vergessen, nicht vergeben«. Eine Anspielung auf das gewaltsame Vorgehen der Polizei gegen Wähler während des Referendums. Gleichzeitig forderten sie die Freilassung inhaftierter katalanischer Politiker. Aktuell werden in Spanien die Urteile des obersten Gerichts gegen 12 Separatistenführer erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel im Zuge des Unabhängigkeitsreferendums vor. In Katalonien fanden mehrere Kundgebungen statt. Die Zustimmung zu einer Loslösung dort wächst. Der katalanische Regionalpräsident Quim Torra bezeichnete den 1. Oktober als Beginn einer Reise Richtung Unabhängigkeit. Die katalanische Regierung bekennt sich zu einer radikalen Demokratie mit dem Recht auf Selbstbestimmung, Dialog, Zusammenhalt und mit einer gewissen Achtung der Menschenrechte, der Bürger- und Kollektivrechte. Wir werden ohne Ausreden weitermachen, um die katalanische Republik zu verwirklichen. Während sich einige Separatisten für einen stärkeren Dialog mit Madrid aussprechen, nimmt bei anderen der Unmut zu. Vergangene Woche waren 7 katalanische Separatisten festgenommen worden. Sie werden beschuldigt, Anschläge vorbereitet zu haben. Für viele ist das ein Versuch der spanischen Behörden, die politische Unabhängigkeitsbewegung zu kriminalisieren.